Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich rede oft darüber, dass jeder von uns in diesem Leben, jeder kann alles erreichen, wirklich alles. Jeder Einzelne von uns kann tatsächlich, wenn er es wirklich möchte, Milliardär sein. Jeder Einzelne von uns kann der allergrößte Wissenschaftler sein. Jeder Einzelne von uns kann der allergrößte Musiker sein oder der weltbeste Sportler. Aber warum sind wir es denn nicht alle? Ja, da haben wir schon oft darüber gesprochen, weil jeder anders ist, weil jede Seele auch wirklich andere Voraussetzungen hat, andere Dinge mitbringt und auch andere Aufgaben hat. Okay, gewisse Voraussetzungen müssen natürlich da sein. Die lerne ich meistens schon auch in meiner Kindheit. Ja, wenn ich zum Beispiel 1,85 Meter groß bin als Frau und vielleicht sogar einen kräftigen Busen habe, dann ist das nach unserer gängigen Vorstellung von einer Balletttänzerin nicht die allerbeste Voraussetzung. Auch nicht die allerbeste Voraussetzung dafür, auf Spitzen zu tanzen oder von irgendwelchen männlichen Tänzern herumgewirbelt zu werden. Theoretisch aber kann jeder von uns alles erreichen. Und trotzdem tun wir es nicht. Warum nicht? Weil wir tief in unserem Innern oft von ganz, ganz vielen Ängsten geprägt sind. Es sind ganz oft sehr viele Ängste da, die uns davor zurückhalten, sehr erfolgreich zu werden, etwas zu erreichen, etwas zu sein, was wir eigentlich gerne sein würden. Manche fangen erst gar nicht mit einem Geschäft an oder haben eine Geschäftsidee, aber setzen sie niemals um, weil sie tief, ganz tief in ihrem Innern davon überzeugt sind, dass sie es sowieso nicht schaffen werden. Und warum? Weil sie vielleicht Angst haben davor, es nicht zu schaffen und dann womöglich zu verurteilt zu werden. Ja, zum Beispiel ein Perfektionist hat es manchmal schwer, mit etwas anzufangen, weil er weiß, wenn er es nicht schafft, dann wird er sich selbst womöglich verurteilen und vielleicht wird er auch von anderen verurteilt und das wird ihm unheimlich schwer fallen, damit klarzukommen. Und dann gibt es auch Menschen, die wahnsinnige Angst haben vor Erfolg, weil sie dann Angst haben vor Neid, davor, dass andere ihnen etwas wegnehmen. Ich kenne solche Leute. Ich kenne jemanden, der ist wirklich sehr, 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 sehr reich, wirklich sehr reich, ein Multimillionär, wenn nicht gar ein Milliardär, keiner weiß das so genau, aber der zeigt es nie. Der läuft in den allerältesten Klamotten rum. Er fährt übrigens auch das allerälteste Auto. Nein, kein schickes Auto, auf gar keinen Fall. Irgendjemand könnte sonst ja auf die Idee kommen, dass das ein reicher Mensch sein könnte und könnte einbrechen, könnte das Auto stehlen, könnte ihn überfallen und, und, und. Was für ein trauriges Leben, wenn ich in einer Situation bin, in der ich eigentlich ganz viel habe, ganz viel auch teilen könnte, aber Angst habe, es zu zeigen, weil ich Angst davor habe, dass man es mir wegnehmen könnte. Das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was ich tun kann, um wirklich erfolgreich zu sein. Eigentlich eine traurige, eine sehr, sehr traurige Geschichte. Aber jeder von uns hat irgendetwas, irgendetwas, was ihm tief in seinem Inneren davor zurückhält, sehr erfolgreich zu sein, die Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Vorurteile, was könnten die anderen denken, Angst zu versagen und es zeigen zu müssen, ja? Angst, was die anderen dann sagen würden. Angst auch vor mir selbst, dass ich vielleicht selber mir etwas vormache und selber in der Idee, in diesem Gedanken, in diesem, in dieser, in dieser Vorstellung bin, dass ich sehr erfolgreich bin. Aber bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich darüber hinweggehe und jeder weiß das, der Weg zum Erfolg führt Durchfallen und wieder aufstehen und fallen und wieder aufstehen. Und nicht jeder schafft das. Einige schaffen das, die können das, die machen, haben eine Pleite nach der anderen und werden vielleicht auch von anderen dafür verurteilt. Derjenige ist schon dreimal pleite gegangen. Heute ein super erfolgreicher Geschäftsmann, Multimilliardär. Und Menschen sagen, ja, aber er hatte auch schon fünf Pleiten. Ja, natürlich. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich sehr erfolgreich sein kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass ich immer wieder durch ein tiefes Tal gehe. Es geht nie, und das sehen wir überall, das ist auch die, das ist die Energie, und das ist tatsächlich auch ja, der Weg unserer Geschichte. Es geht nie so. Es geht so, und dann geht es mal wieder so, und dann geht es so, und dann geht's mal wieder so, und dann geht es so. Letztendlich geht es immer aufwärts. Letztendlich wird es immer besser. Letztendlich kommen wir irgendwann da ganz oben an, wo wir ankommen möchten. Es ist dann uns, aber es geht niemals im steilen Weg immer nur nach oben. Das weiß jeder, der irgendwann schon irgendwann irgendein Geschäft gemacht hat, das wissen Geschäftsleute sowieso, das wissen Bauunternehmer, das wissen Menschen, die ein Aktiendepot haben, das wissen eigentlich alle, die auf irgendeine Art und Weise in irgendetwas investieren und die irgendwo den Wunsch haben, mit irgendetwas erfolgreich zu sein. Ja, und es gibt Menschen, die halten sich von all dem zurück. Sie halten sich zurück, weil sie Angst haben, allergrößte Angst davor, was passieren könnte, wenn sie tatsächlich erfolgreich sind. Bei manchen ist das Trauma so groß, das ist nicht zu erklären, nicht zu erklären mit den Erlebnissen hier aus dieser aus der Zeit hier auf dieser Erde. Manche bringen diese Traumata aus ihrem vorigen Leben mit. Manche bringen Dinge mit, wo sie nicht verstehen, wie kann es sein, dass ich so einen wahnsinnig großen Hunger nach Erfolg habe und gleichzeitig aber alles dagegen tue, damit ich erfolgreich sein kann, dass ich einfach nicht diesen Schritt gehe, der notwendig ist. Weil da eine Angst davor ist, eine tiefe, tiefe, tiefe Angst zu versagen. Vielleicht auch die tiefe Angst, weil ich mit Neid konfrontiert war, auch mit Menschen vielleicht, die ich verloren habe. Wenn ich aufgewachsen bin in einer Familie, die vielleicht finanziell sehr, sehr sehr, sehr erfolgreich war. Aber wo das die Konsequenz hatte, dass die Familie den Vater nie gesehen hat, dass der Vater abends um 10 Uhr nach Hause kam oder um 11 Uhr und die Kinder schon im Bett lagen und die Kinder ihren Vater und morgens, wenn die Kinder aufgestanden sind, war der Vater schon wieder weg zur Arbeit. Wenn die Kinder ihren Vater nie gesehen haben und in dieser Situation mit viel Reichtum aufgewachsen sind, kann das tatsächlich dazu führen, dass es Kinder gibt, die sagen, Tief in ihrem Innern, nicht einmal bewusst, nicht einmal bewusst, die tief in ihrem Innern dieses Trauma für sich vereinnahmt haben, dass Erfolg, finanzieller Erfolg, der Erfolg eines Geschäftes, dass das auch tatsächlich dann damit verbunden ist, dass man Menschen, die man lieb hat, verliert, dass man Menschen, die man lieb hat, gehen lassen muss für den Erfolg. Tief im Inneren ein Trauma. Gibt es ganz, ganz häufig, dass Kinder von sehr erfolgreichen Geschäftsleuten tatsächlich dann genau das Gegenteil von dem tun, was ihre Eltern gemacht haben. Die werden dann vielleicht Künstler oder Maler, auch manchmal sehr erfolgreich, weil natürlich auch dieser, dieser Wunsch, erfolgreich zu sein, der ist dann manchmal da. Und manchmal sagen sie, ich will etwas ganz anderes machen als meine Eltern, ich möchte nicht die gleichen Fehler machen. Sie fangen dann zum Beispiel mit einem kreativen Beruf an und machen dann in diesem kreativen Beruf genau das Gleiche, allerdings auf einer anderen Ebene, in einem anderen Bereich, in dem kreativen Bereich, vielleicht als Maler, vielleicht als äh, Künstler für Skulpturen oder als Fotograf oder was auch immer. Sie haben das mit in die Wiege bekommen und können oft nicht anders, obwohl sie eigentlich anders wollen. Jeder von uns kann alles erreichen. Jeder von uns kann der wohlhabendste Mensch auf dieser Erde sein. Wohlhabend auch natürlich von der Seele, aber wohlhabend auch von der Materie. Aber es hält uns ganz, ganz, ganz viel zurück. Und oft ist es nicht einmal diese Angst vor dem Erfolg mit dem eigenen Geschäft, sondern es sind ganz viele dieser darunterliegenden Emotionen. Und das ist auch wirklich dann eine Aufgabe für mich, herauszufinden, welche Emotion hält mich zurück? Welche Emotion sorgt dafür, dass ich nicht das tue, was ich eigentlich tun möchte, wozu ich eigentlich hier bin, was ich mir eigentlich auch wünsche? Es ist irgendeine tiefere Angst, irgendeine tiefere Emotion, vielleicht sogar ein Trauma. Und wie gesagt, ein Trauma könnte es auch sein aus meinem vorigen Leben, was mich zurückhält. Und auch das, ist eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, wirklich sich damit auseinanderzusetzen und dann tatsächlich die Aufgaben der eigenen Seele zu entdecken und die Aufgaben der eigenen Seele festzustellen und daran zu arbeiten. Zu sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich war immer ein Versager, ich habe es noch nie geschafft. Das ist Faulheit, glaub mir. Ja, und einige sagen, nein, ich bin nicht faul. Dahinter liegt dann diese Angst, dahinter steckt dann diese Angst, die Angst, dass etwas, irgendetwas hält mich da zurück. Danke, dass ihr ganz bis zum Schluss zugeschaut habt und ich wünsche euch deshalb einen wunderschönen Tag.